Wir stehen jetzt hier vorm Eingang. Ich habe schon eben erfahren, vor einer Woche sind die Briefe rausgegangen. Wenn Sie vielleicht nochmal zusammenfassen würden, wie bis jetzt die Teilnahme aussieht. Also sieht bisher sehr gut aus. Bis jetzt haben sich 1500 Menschen oder ein bisschen mehr zurückgemeldet und Termine vereinbart, um hier ins Untersuchungszentrum zu kommen. Für die erste Woche gibt es überhaupt keine Terminmöglichkeiten mehr, weil die Bad Fallenbacher so aktiv waren und mitmachen wollen. Und für die nächste Woche gibt es aber noch Möglichkeiten. Und so, wenn es noch Teilnehmende gibt, die Lust haben mitzumachen, freuen wir uns, wenn Sie sich melden. Es gab ja die Studie in ähnlicher Form schon in Kupferzell in Baden-Württemberg, soweit ich das richtig weiß. Haben Sie das Gefühl, dass die Beteiligung hier höher ist oder gibt es da schon irgendwelche Vergleichswerte? Das können wir noch nicht sagen, aber sie ist auf jeden Fall genauso hoch. Also momentan die initial teilnehmenden Quote, genau. Kann das auch daran liegen, dass auch Bad Fallenbach sich ja sehr engagiert hat, um seine Bürger aufzurufen, dann, wenn der Brief kommt, auch wirklich sich zu beteiligen? Ganz bestimmt. Also ich glaube, dass die Involvierung der lokalen Akteure vor Ort und das Engagement von Herrn Wallner und aber auch den anderen Akteuren, wie zum Beispiel in dem Film, den es ja gab, dass das super hilfreich ist, weil die Leute sich natürlich eher angesprochen fühlen, wenn Menschen, die sie kennen, sie auffordern, mitzumachen, als wenn wir vom RKI das tun. Trotzdem, machen Sie mit. Jetzt haben wir gerade schon darüber gelacht, dass der Herr Bürgermeister, der Herr Wallner auch ausgewählt wurde, ist aber Zufall, oder? Das ist wirklich Zufall. Ich rief ihn an, um mit ihm zu besprechen, ob er der erste Teilnehmende sein will. Und er sagte, er wäre gerade eingeladen worden. Also von daher, perfekt. Jetzt ist das natürlich auch, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht eine sehr interessante Aufgabe, wenn man wirklich quasi live, nicht in der Nachschau, sondern live während ein Infektionsgeschehen gerade abflacht, vielleicht hoffentlich, sich daran zu beteiligen. Hatten Sie schon Erfahrungen mit dieser Form von Arbeit vorher oder ist das etwas, dass man jetzt tatsächlich so in dieser Form auch zum ersten Mal für Sie angeht? Also das ist so, eine Studie so schnell aufzusetzen, so schnell vor Ort zu sein, das ist wirklich eine neue Erfahrung für uns. Und das ist so eine Kombination aus der Arbeitsweise der Infektionsepidemiologie, die ja in Ausbruchsgeschehen sehr schnell vor Ort sind, aber viel kleinere Befragungen machen, und unserer Expertise der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, die groß angelegte Studien macht. Und ich glaube, wir treffen uns hier in der Mitte und das ist eine ganz befruchtende Erfahrung und macht auch richtig Spaß. Das glaube ich. Es gibt ja immer wieder Leute, die auch Sorgen haben. Das Thema Daten, auch was jetzt die Corona-App angeht, ist ja ganz hochgehangen. Können Sie da vielleicht ein bisschen entkräften? Also zum Thema Corona-Monitoring lokal arbeiten wir natürlich komplett datenschutzkonform. Das heißt, erstens ist es ganz wichtig, die Teilnahme ist freiwillig. Und wenn jemand nicht mitmachen möchte, akzeptieren wir das. Und selbstverständlich, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie brauchen noch mehr Informationen, versuchen wir das zu adressieren und Sie aufzuklären. Aber wir haben das jetzt gesehen, wirklich auch in Kupferzell, dass die Zweifel mitzumachen relativ gering sind, weil die Menschen wirklich was dazulernen wollen. Was ist hier in Bad Fallenbach passiert? Warum gab es hier so ein Infektionsgeschehen? Und was hat dazu beigetragen, dieses Infektionsgeschehen voranzutreiben?